Moin! Ja! Ein Zuschauer hat behauptet, wir würden lügen mit den Maulwurfhügeln. In einem Video in letzter Woche haben wir euch gezeigt, dass der Maulwurf wieder zurück ist. Achtung, mir liest den vor. Weil jetzt im Ernst, man sieht, dass das Fake-Hügeln sind. Ich bin, wie gesagt, auch Platzwart. Aber naja, andere glauben das. Ja, schön, dass du sowas geschrieben hast. Dann bist du sicher kein Platzwart, weil das sind echt der Maulwurfhügel. Die zeige ich dir auch. Weil sonst, ich würde doch jetzt nicht da Sand drauf. Nee, hab ich auch. Hier, kommt her. Komm, schwenk die Kamera hier. So, hier waren letzte Woche noch die Absperrung. Das sind die sogenannten Fake-Hügel. Von da. Und da geht er raus. Haben wir natürlich auch Spaß raufgekippt, weil wir ja hohl im Kopf sind. Warum wirst du denn so böse? Ja, weil wenn ich dann höre. So, alle Zuschauer jetzt mal Stopp drücken und sollen jetzt mal in den Kommentaren schreiben, Fake oder echt. Wir zeigen euch das Bild und dann drückt ihr Stopp. Und dann schreibt ihr unter den Kommentaren, fake oder echt. Da bin ich mal gespannt, wie man das vom Foto beurteilen will. Also Stopp drücken und fake oder echt in den Kommentaren. Da kommt er weg. Das habe ich. Hier, da geht er richtig runter. Ja, du lachst. Doch, habt das doch wieder fertig gemacht. Weil morgen die dritte spielt. Die können sich doch nicht den Knöchel brechen. Das ist jetzt, haben wir jetzt draufgekippt, den Sand. Ja. Guck mal, ist ja gar kein, da müsste hier jetzt ja Rasen kommen. Ja. So. Guck mal. Und hier unten und hier, da ist er. Hier. Da ist er. So. Und dann ist jetzt, hier, da geht er durch. So, hier, wie tief ich mit der Hand, ja. Hier. Aber das ist ja ein Fake. Ist Fake. Ja, ich bin da so mit so einer Stange durchgegangen und hab dann sind die Hügel automatisch gestanden. Also solche Kommentare könnte ich wirklich kotzen. Das kann ich da wieder zumachen. Mir versaut hier Platz für 10 Sekunden, dass wir Zuschauer anlügen können. Also echt, vor Heimspiel. So, jetzt ist gut. Da sind ja Leute, die per Foto sehen können, das ist fake. Top, echt. Kommst du mal bei mir vorbei. Kannst mal gucken in den Kaffeepott, ob das stark oder mittelstark ist. Weil sonst ist das fake. Noch eine Frage an dir. Sind die Haare echt oder ist das ein Fake? Bitte in den Kommentaren. Hier haben wir auch fake gemacht. Da bin ich eben so ein bisschen und dann hast du hier überall die Hügel. Ne? Ach, hast du das dann hier auch mit der Stange gemacht? Ja, mit der Stange gemacht. So richtig durch, dass dann jeder so ein bisschen fake ist, dass wir hier Maulwürfe haben. Und dann fütter ich die auch hier nebenbei noch, ne? Die kriegen ja richtig gutes Futter. Ja, bei dem Fake-Hügel haben wir uns ganz viel Mühe gegeben, weil da bin ich auch da schon durchgegangen, dass es aussieht, als wenn er durch den Wald gekommen ist. Ja? Und dann also du bist so ein richtiger Künstler. Ja, auch. Ja, guck mal, hier. Das ist aber fake alles. Ja. Hier ist alles fake. Hier, guck mal, da geht er lang. Ist alles fake. Und dann geht er dahin. Ja, aber ein Hügel, da müsst ihr eben gucken, da müsst ihr dann Stopp drücken, ob fake oder echt. Also da hat er ein bisschen übertrieben, der Wilke. Das ist ein Hügel vom Meerschweinchen, der wohnt hier auch und der hat richtig gebuddelt. Der hat so gebuddelt, dass er auf Gelb gestoßen ist. Und den gelben Sand hat er richtig mit den Hinterpfoten, hat er das so weggehauen. Ja, ist doch wahr, Wilke. Meine Fresse. Ganz ehrlich, was denken die Leute? In einem Video hast du mal auch künstliche Maulwurfhügel drauf gemacht. Ja. Und jetzt meine ich, wir hauen überall künstliche Maulwürfe. Das wäre ja langweilig. Die kommen hier, die sind echt. Nun scheint, muss ich hier Samstagabend hier noch herkommen. Ich habe den Kommentar gerade gelesen. Und dann dachte ich, ich habe den gerade gelesen. Und dann habe ich den Typen auch geantwortet. Ich sage, komm, lass uns wetten, dass sie echt sind. Ja. Weil das ist so bescheuert, dass die Leute halt auch dann drunter schreiben, das ist fake, das sehe ich, die anderen merken das nicht. Also sowas Behämmertes? Ja, was willst du von den Leuten verlangen, wenn die selber noch nie einen Maulwurf gesehen haben? Hey, wir bauen hier wirklich keine Fake-Hügeln, weil das ist scheiße. Jetzt habe ich das Problem, dass morgen hier ein Spiel stattfindet und ich hoffe ja, dass er heute Nacht nicht wieder hochschmeißt. Darum muss ich hier morgen früh wieder ganz frühzeitig her und gucken. Aber ich muss eigentlich nicht gucken. Ich muss nur die Fake-Hügeln wieder hochschmeißen fürs nächste Video.